So, ich habe meinen Controller in der Zwischenzeit schon mal geschnappt, dass wir nebenbei ein bisschen weiterspielen können. Ich glaube, es waren jetzt genug Handwerker-, Wetter- und Tomaten-Stories. Falls sich jetzt irgendwer im Nachhinein wundert, der das guckt, wovon ich rede, selbst schuld, wenn ihr den Anfang vom Stream skippt oder nicht live dabei seid, dann verpasst ihr die richtig guten Stories. Ja, wir haben beim letzten Mal den Mondberg erkundet. Azuria City sind zu Bill gelatscht und haben die Arena gemacht und müssen jetzt dann Richtung Urania City. Weil es ist ja prinzipiell ganz normal Kanto, aber die Pokémon sind minimal anders, würde ich behaupten. Wir haben frisch im Team Lucia, unsere Fusion aus Milotic und Visenior. Super, super, super süß immer noch. Ich vermute aber, da wir das so früh bekommen haben, dass es wahrscheinlich im Endgame nicht ganz so gut sein wird. Also jetzt noch so lange mitnehmen, wie es irgendwie geht. Vom Typ Normal Wasser. Hat Notschutz, glaube ich, als Fähigkeit ist es. Und vom Moveset her, ja, hat zumindest zwei Step-Attacken. Da kann man mitarbeiten. Kirito, Dankeschön für 21 Monate Treue. Super lieb von dir, Dankeschön. Dann haben wir Ran, unsere Fusion aus Flapterix und Lampi. Da habe ich ein bisschen Angst vor der Entwicklung, weil Eropterix ist jetzt auch keine Schönheit. Könnte potenziell ein sehr realistischer Anglerfisch werden, mal gucken. Elektroflug, also quasi so ein kleines Zapdos, hat Schildlos als Fähigkeit. Und vom Moveset her, eine Elektroattacke wäre halt echt noch gut, die nicht Donnerwelle ist, aber mal gucken. Dann haben wir hier Vale, unseren Starter, quasi Mimion X Dratini. Bin ich auch mal gespannt, wann es sich entwickelt. Spätestens auf 30 vermutlich. Unser kleiner Wasserdrache mit Sturzbach als Fähigkeit. Und ja, man kann mit dem Twister spielen. Dann haben wir noch Luck. Das ist ein bisschen komplizierter, weil es quasi eine Kombination ist aus Hisui Fukano und einem Beta-Design-Pokémon, was es aber nie in die Spiele geschafft hat, dessen Namen ich nicht weiß. Aber mittlerweile weiß ich zumindest, wo das zweite Pokémon herkommt. Vom Typ Elektrogestein. Hat Bedroher als Fähigkeit und zumindest einen Funkensprung. Damit kann man schon mal ganz gut arbeiten. Dann haben wir noch, bist du die letzte? Ne, die vorletzte. Yunaka, unsere Fusion aus Mega Ordoch und Morlord. Vom Typ Feewasser. Mit H2O-Absorber. Und auch das Moveset ist eigentlich ganz nett. Kann man mal machen. Bist du eher speziell ausgelegt? Ziemlich egal. Gut. Und zum Schluss noch Velvet. Unsere Fusion aus Nidoran. Ne, nicht Nidoran. Nidorina und Rotena. Vom Typ Feuergift. Mit Gifton als Fähigkeit. Und ja, eine bessere Giftattacke wäre noch ganz nett, aber immerhin. Und damit wollen wir jetzt nach Urania City latschen. Ich glaube, wir hatten ja auch schon südlich von der Stadt im hohen Gras so ein bisschen gesucht. Ihr hattet 2 Wochen Zeit und ihr habt euer Haus immer noch nicht aufgeräumt. Also das Loch in der Wand verstehe ich ja, das kann man nicht so schnell beseitigen, aber der Rest hätte man schon mal machen können. Stimmt, über die Box hätte ich auch noch mal gucken können, aber können wir auch später noch machen. Also hier im hohen Gras waren wir auf jeden Fall schon. Nach Safronia kommen wir ja nicht, also können wir direkt hier weitermachen. Also Ziel ist heute auf jeden Fall Urania City erreichen, die MSN machen, dann vielleicht den Dicta-Tunnel inklusive dieser kleinen Route und die Arena. Das heißt aber auch, dass wir hier wieder ein neues hohes Gras haben. Ich würde aber erstmal die Trainer machen, dass wir auf jeden Fall ein Pokémon-Center haben. Und dann können wir hier nochmal schauen, ob es hier nochmal neue Fusionen gibt. Heutzutage wartet man halt Monate auf den Handwerker. Was? Kackdabra? Weiß ich jetzt nicht so. Also, es sieht cool aus. Ich weiß nicht, was ich von dem Namen halten soll. Und dann Simsala und Bibor? Könnte ganz cool sein. Und dann bitte einfach Mega Simsala und Mega Bibor fusionieren auch noch.
Aber ja, auf Handwerker wartet man teilweise schon ganz schön lange. Es ist genauso wie bei Fachärzten. Wenn du dir jetzt irgendwie einen Termin holst beim, keine Ahnung. Ach, die Meta-Leo, die hatten wir, glaube ich, schon mal. Neurologen, was auch immer. Dann wartest du da teilweise auch sehr, sehr lange. Also ich glaube, es ist generell, wenn du irgendwie spezifische Anliegen hast, wie gesagt, sei es jetzt, du willst zu einem bestimmten Arzt, der nicht gerade dein Hausarzt ist, oder du willst generell zum ersten Mal zu irgendeiner Art Arzt gehen, oder du hast irgendwie Handwerker oder irgendwelche anderen Firmen oder sonst was, du wartest teilweise schon Monate auf Termine, das stimmt. Endlich mal was Gutes für heute, für diesen echt beschissenen Tag. Dann hoffe ich, dass der Tag jetzt wieder besser wird für dich. Augenarzt, 3 bis 5 Monate. Gut, zum Augenarzt muss ich zum Glück nicht regelmäßig, weil ich ja, also mit meinen Augen ist ja soweit alles in Ordnung. Bin ich auch sehr froh drüber, weil ihr wisst vielleicht, dass Augen so gar nicht mein Thema ist. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich da nicht wirklich hin muss. Aber ich musste eine Zeit lang andauern zum HNO-Arzt zum Beispiel. Also ich glaube, jeder hat wahrscheinlich so seine Ärzte, wo man mal des Öfteren hinrennen muss. So. Ich warte 6 Monate auf einen Termin zur Immunisierung gegen Allergien. Yikes. Squeeron? Es sabbert und weint gleichzeitig. Okay. Ja, bitte. Eine Sache mit der Immunisierung für Allergien könnte sogar daran liegen, dass das Zeug nicht lieferbar ist. Beziehungsweise Lieferzeiten von mehreren Monaten hat. Oh. Statt nur ein paar Wochen. Weil ich habe ja, also ich denke mal, eine Immunisierung, bei mir hieß es Hypersensibilisierung, das müsste ja ähnlich sein. Hypo. Dann Weil Hyper Hypersensibilisierung. heißt, du machst dich anfälliger für Allergien. Hyper, hyper. Ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her bei mir. Ich habe das ja auch 3 Jahre lang gemacht und bin da regelmäßig zum Spritzen hingegangen. Ich habe ja auch quasi zwei direkt gleichzeitig gemacht. Quasi einmal gegen Hausstaub und einmal gegen Gräser und Birke in einem. Das heißt, ich habe einmal schön eine Spritze links, eine Spritze rechts bekommen. Ich glaube, sie haben damals sogar gesagt, sie würden es nicht unbedingt empfehlen, weil es schon ein bisschen anstrengend und wenn du Seitenschläfer bist und die Arme schwillen an, super schön, wenn man drauf schlafen will. Kann ich bestätigen als Seitenschläfer, wenn die Arme richtig schön dick sind und jucken und ne? Nicht so angenehm. Aber ich hatte auch keinen Bock, das irgendwie doppelt zu machen. Ich habe mir gedacht, wenn schon, denn schon. Und mir hat es eigentlich ganz gut geholfen, dass ich jetzt mittlerweile auch mit schwächeren Allergiemedikamenten gut klarkomme. Aber es ist natürlich, gerade wenn du anfangs irgendwie jede Woche dahin fahren musst und dann immer diese Spritzen bekommst, ist es natürlich schon auch unangenehm irgendwie. Ich habe sehr zeitnah Termine bekommen immer, aber wie Jan gerade schon mal sagte, sind die Medikamente wohl aktuell echt schlecht lieferbar. Dementsprechend kann es natürlich sein, dass jetzt auch alles so ein bisschen verzögert. Aua. Ach, du musst noch mal getestet werden. Ja, gut. Kann sein, dass man da natürlich auch dann ein bisschen länger drauf wartet. Pidisch. War das das Pichu-Myrapla-Ding? Eventuell. Was noch auf meiner Box liegt. Ja. Aber wie gesagt, ich kann so eine Sensibilisierung nur empfehlen. Ich habe damit ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich meine, die Allergien gehen nicht weg. Also es gibt halt keine Möglichkeit, dass Allergien irgendwie weggemacht werden können. Es kann halt sein, wenn der Körper sich im Laufe des Lebens ändert, dass dann auch die Allergien verschwinden. Ich war zum Beispiel früher auch gegen sehr, sehr viele Tierhaare allergisch, unter anderem gegen Meerschweinchenhaare. Und das hat sich dann irgendwann auch verflüchtigt. Aber an sich, selbst wenn man sich sensibilisieren lässt, gehen die Allergien halt leider nicht weg. Aber der Körper gewöhnt sich halt irgendwie etwas mehr dran. Was dann eben dazu führt, dass man weniger Probleme hat, weniger Medikamente nehmen muss. Das ist ganz praktisch.
Aber ja. Ich liebe Tiere, aber ich darf sie nicht wirklich knuddeln. Und hallo Heuschnupfen. Ja. Ich meine, ich habe ja auch so ziemlich, also was heißt so ziemlich alles, ne? Aber ich habe ja auch die Hausstauballergie, die bei mir halt super extrem ist. Und dementsprechend, ja. Also ich sag mal so, ich habe meine Allergien bekommen, da war ich ungefähr 12. Und das war für mich ganz, ganz, ganz furchtbar, weil ich irgendwie von heute auf morgen, also das heißt von heute auf morgen, das kommt ja nicht so schnell, aber als es dann diagnostiziert wurde, habe ich halt irgendwie das Gefühl gehabt, ich wäre plötzlich irgendwie schwer krank gefühlt. Weil da habe ich die Diagnose gehabt und meine Allergiewerte waren halt damals auch schon nicht so bombastisch, sagen wir mal so. Also die waren schon halbwegs hoch. Aber man sagt, glaube ich, wenn man gar keine Allergien hat, ist der Allergiewert halt bei null. So, ne? Und alles, was, glaube ich, irgendwie über 100 ist oder so, ist dann halt schon, ja, deutlich spürbar, ne? Und mein Allergiewert war damals bei, glaube ich, 500. Also schon nicht ohne. Und es war halt für mich extrem blöd, weil mein ganzes Zimmer musste damals renoviert werden. Ich hatte halt Teppichboden, der musste raus, weil, ne, Staub und so. Ich hatte ganz viele offene Regale, die mussten alle raus. Ich habe alles hinter Glas bekommen. Ich hatte so ein richtig mega flauschiges Bett, was halt rundherum in Stoff gewickelt war, musste weg. Meine ganzen Plüschis mussten regelmäßig gewaschen und eingefroren werden, weil durchs Einfrieren die Hausstaubmilben absterben. Ich brauchte Allergiebettwäsche, ich musste plötzlich regelmäßig Medikamente nehmen jeden Tag. Und ich konnte zu dem Zeitpunkt noch keine Tabletten schlucken, weil ich nie welche nehmen musste. Ich musste diese sowieso schon winzig kleinen Allergietabletten vierteln damals, um die schlucken zu können. Heutzutage kann ich auch so riesige Oschis schlucken, aber damals nicht. Das war als Kind schon extrem scheiße, weil ich halt immer noch, ich war wie gesagt 12, ich habe immer noch auf meinem Fußboden rumgespielt. Und dann habe ich Laminat gekriegt und alles hinter Glas und so. Das war halt als Kind schon echt beschissen. Heutzutage finde ich das alles schön, aber als Kind, wo man halt noch wirklich, naja, spielen möchte in seinem Zimmer, war das halt irgendwie nicht so toll. Und ich habe dann ja auch zusätzlich noch den Heuschnupfen gehabt. Das heißt, wenn ich draußen unterwegs war, dann habe ich plötzlich, die Nase ist zugegangen, meine Augen haben getränt und gejuckt. Je nach Saison. Und ich bin ja gefühlt gegen alles allergisch, aber halt insbesondere gegen Birke und Gräser. Das war halt irgendwie auch sehr schwer. Ich konnte auch draußen irgendwie nicht mehr Sport machen oder sowas. Also nicht, dass ich jemals freiwillig Sport gemacht hätte. Aber ne, ich konnte mich nicht mehr wirklich viel betätigen draußen, weil ging halt auch nicht. Plus, ich habe ja auch die Tierallergie gehabt. Und ich hatte damals zu dem Zeitpunkt 5 Meerschweinchen und einen Hamster. Und abseits davon, dass die Staub aufwirbeln, haben die halt die Tierhaare. Das heißt, ich konnte meine Haustiere damals nur noch mit Atemschutzmaske quasi füttern und sauber machen. Das war beschissen. Ja, 5. Also eigentlich haben wir 2 gehabt, aber naja. Die in der Tierhandlung waren nicht so gut damit, das Geschlecht zu bestimmen, also hatten wir dann 5. Also das war damals schon ganz, ganz, ganz schwierig, so als Kind. Und es hatte auch irgendwie, ich habe das Gefühl, das war auch noch nicht so verbreitet, dieses Thema, weil alle anderen Leute auch später auf der weiterführenden Schule, niemand meiner Mitschüler hatte da irgendwie Verständnis für. Wenn es jetzt hieß, ja, wir machen draußen Sport, wir gehen draußen joggen oder so. Und ich dann so, ja, kann ich nicht, weil, ne, mit den ganzen Pollen und so. Und dann deine Mitschüler nur meinen, ja komm, stell dich nicht so an, werf doch eine Tablette mehr ein, dann geht das doch und so. Solche Sachen halt, ne? Weil das irgendwie auch keiner so nachvollziehen konnte. Oder wenn irgendwer groß Geburtstag gefeiert hat und ich gesagt habe, ja, ich komme gerne, aber der Hund muss in einem anderen Raum sein. Ich kann nicht mit dem Hund in einem Raum sein. Da war dann auch kein Verständnis für da irgendwie, ne? Und es lange Zeit war es auch so, so Sensibilisierung wurde mir mal gesagt, so nee, bei deinen Allergiewerten lohnt sich das nicht, das hilft halt sowieso nicht. Und stärkere Medikamente, damit du weniger drunter leiden musst, nee, brauchen wir jetzt auch nicht zwingend. Ja, war wild, sagen wir mal so. Und ich sag mal, irgendwann habe ich dann auch stärkere Medikamente mir geholt und die Sensibilisierung gemacht und es ist auch sehr praktisch, einen Apotheker zu haben. Weil Jan auf jeden Fall das alles gut nachvollziehen kann. Und das
Lustige ist ja tatsächlich, ich hatte ja damals als Kind schon diesen Allergiewert von 500, was ja schon halbwegs hoch ist. Wie gesagt, so alles über 100 ist halt dann wirklich auch schon Allergie. Heutzutage ist mein Allergiewert bei über 1000. Also der ist durch die Pubertät wahrscheinlich dann schön immer weiter angestiegen, weil quasi als ich in die Pubertät gekommen bin, die Allergien quasi gekommen und dann immer stärker geworden. Und ja, dementsprechend muss ich halt immer lachen. Ich hatte mal auf der Arbeit jemanden, der auch irgendwie eine Pollenallergie hatte und der hatte irgendwie, keine Ahnung, er meinte, glaube ich, einen Allergiewert von, keine Ahnung, 200, 300 oder so und meinte dann so, nee, wir können die Fenster nicht aufmachen, weil da kommen Pollen rein und dann krepiere ich oder so. Und ich so, Junge, ich prahl damit jetzt nicht rum, weil das nichts ist, worauf man stolz sein muss, aber mein Allergiewert ist 3 bis 4 Mal so hoch wie deiner. Mach jetzt das Fenster auf, es ist echt stickig hier drin. Also, das ist immer so, das verstehe ich auch nicht, warum Leute teilweise mit Allergien oder allgemein mit Krankheiten so einen Schwanzvergleich machen müssen. So, nein, ich hab's ja viel schlimmer. Meine Sehstärke ist über minus 80 oder so. Und mir wurden ja schon 38 Zähne gezogen. Und mein Allergiewert ist irgendwo bei 10.000. Und ich hab ja Grippe, Migräne und Depressionen gleichzeitig. So. Abseits davon, dass das dazu führt, dass teilweise ernstzunehmende Krankheiten nicht mehr ernst genommen werden, weil einfach jeder eine, der einen schlechten Tag hat, plötzlich meint, er hat Depressionen. Nee, Depression ist eine ernstzunehmende psychische Krankheit. Du bist einfach nur dumm. So, ne? Und jedes bisschen Kopfschmerzen ist ja eine Migräne. Nee, Migräne ist wirklich extremst, extremst, extremst beschissen und nicht nur kleine Stechen in der Stirn. So, ne? Da kriege ich immer die Krise, wenn Leute meinen, sie müssten sich dann damit. Ihre Achievements im Leben sind ihre Krankheiten, so. Nee. Ich habe halt auch diese Allergieprobleme, ja. Und manchmal kotzt es mich auch an, wenn die Krankenkassen nur die absolut billigsten Allergiebezüge bezahlt und man da schön zuzahlen muss und es ganz schön wehtut. Oder wenn ich rausgehe während der Pollensaison oder so, ist halt manchmal beschissen. Aber, oh, Menschen. Hast du die in der Apotheke auch immer? Was denn? Also ich habe die Storys aber auch gehört, ja. Vom Pott? Ja. Okay, aber Der Mensch hat nur 32 Zähne, Weisheitszähne schon inbegriffen. das war mir schon klar. Ich habe auch gemeint, jemand hat eine Sehstärke von minus 80. Spätestens da sollte man gemerkt haben, dass das eine maßlose Übertreibung war. Weißt du, ob das möglich ist? Ich glaube nicht. Aber dann siehst du ja gar nichts mehr eigentlich. Paralyzed, danke schön, dass du Leo einen Zap geschenkt hast. Super lieb von Aber dir. prinzipiell, ja, die Leute müssen irgendwie immer mit ihren Krankheiten Kommt dann Oma warten. Gertrud und erzählt dir eine Viertelstunde lang, wie schlecht es ihr geht? Ja. Wenn Leute halt irgendwie sonst nichts im Leben haben. Das siehst du. Also wir haben manche Kunden. Also es ist Besfetcht! nicht mal übertrieben, wenn ich sage, die sind dann gut und gerne eine halbe Stunde da. Und labern eine von den Kolleginnen einfach absolut voll. Ist das wirklich ein Jurob? Vielleicht. Bist du wirklich ein Pika? Ist das fetcht dann einfach die Mischung aus Bachschuft und Porenta? Weiß ich nicht. Übrigens, Story zu diesem ganzen Krankheitsgedöns. Ist schon ewig her, aber ich liebe diese Story immer noch. Damals, im Konfirmandenunterricht noch, da mussten wir regelmäßig in die Kirche gehen. Sehr spannend. Und, also nichts gegen in die Kirche gehen, aber als Kind, ne? War nicht ganz so spannend. Und ich weiß noch ganz genau, dass da halt auch richtig viele Rentner halt immer mit in der Kirche waren. Und ich bin dann aus dieser Kirche rausgekommen nach dem Gottesdienst. Und legitim, ich höre einfach nur, wie Oma Marianne über den kompletten Kirchenvorplatz brüllt: Ich bin ja auch zuckerkrank! Das war auch so dieses, wo ich mir dachte: Menschen. Also, ich habe wie gesagt auch meine Allergien, mit denen ich teilweise ganz schön Probleme habe. Und ich bin auch sehr anfällig für Kopfschmerzen. Zum Glück nicht Migräne, nur Kopfschmerzen. Aber auch nervig. Und ich habe öfters noch Probleme mit meinen Ohren. Wie jetzt gerade eben. Mein rechtes Ohr ist nämlich zu. Deswegen, wenn Jan was von mir will, muss er etwas lauter reden, weil er rechts von mir sitzt. Aber dafür habe ich zum Glück nie Probleme mit meinen Augen oder mit meinen Zähnen oder so. Jeder hat doch einfach so seine Probleme, mit denen er zu kämpfen hat. Ich bin mir sicher, die meisten von euch haben irgendwas. Und ja, man lernt auch irgendwie damit zu leben, sag ich mal. Warum dann immer die Leute da so ein Theater rausmachen müssen? Machen wir erstmal die MSN
Dann haben wir Zerschneider und können dann hier weitergehen. Also ja. Aber ich habe generell das Gefühl, dass Menschen immer wieder so ein bisschen versuchen, sich, ich sag mal, selbst zu beweisen irgendwie oder halt irgendwie versuchen, ja, hervorzustechen oder in dem Sinne besser zu sein als die anderen oder im Mittelpunkt zu stehen. Dementsprechend hast du natürlich immer so die Fälle, wo die Leute ihre ganzen persönlichen Errungenschaften nach draußen hin posaunen. So nach dem Motto, ich habe ja voll den tollen Job und ich habe voll das schnelle Auto und, ne? Aber wenn die Leute jetzt gerade nichts Interessantes, Positives zu sagen haben, dann kann man natürlich auch genauso gut die ganzen negativen Sachen nehmen und versuchen irgendwie, okay, dann halt nicht, Mitleid zu erhaschen. Also ich bin eher so die Person, ich mag das gar nicht so im Mittelpunkt zu stehen. Ich muss das ehrlich gesagt nicht unbedingt haben, sagte sie und streamte, aber ihr wisst, was ich meine. Und, na? Ich glaube aber viele Leute, und ich glaube, da kann sich wahrscheinlich niemand komplett von freisprechen, dass man das nicht auch schon mal gemacht hat, dass man einfach diese Anerkennung von anderen Leuten mag. Es ist natürlich auch so, Vulpur, du bist? Das sieht irgendwie aus, als wenn einfach der Kopf von Soa draufgepackt worden wäre. Die Farben sind sehr cool, aber finde ich jetzt nicht so unglaublich innovativ, bin ich ehrlich. Nee, also ich glaube auch, wenn jetzt jemand beispielsweise was zeichnet oder wie ich was modelliert und ich poste das, natürlich freue ich mich, wenn Leute dann schreiben, dass es gut aussieht. Ne, also wenn es mir egal wäre, dann würde ich es ja auch nicht posten. Deswegen natürlich, wenn man irgendwie was geschafft hat, was gemacht hat, dann teilt man das natürlich auch gerne mit anderen Leuten und freut sich über positiven Zuspruch. Ne, oder wenn man irgendwie was organisiert, dann freut man sich natürlich, wenn Leute mit am Start sind. Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Special Stream mache und ich sehe, dass viele Leute da sind, natürlich. Also ich denke, dass ich da auch niemand von freisprechen kann, dass so ein bisschen Anerkennung von außen ganz schön ist. Es sollte euch nicht definieren, also ihr solltet auch auf jeden Fall ohne diese äußere Anerkennung gut im Leben klarkommen und zumindest euch auch so gut fühlen. Klar, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber wie gesagt, ich denke, jeder freut sich darüber. Nur, wie gesagt, bin ich persönlich nicht so der Typ, der dann so gerne mit irgendwelchen Achievements oder sowas rumposaunt. Ach dich, dich haben wir auch schon mal gefangen. Und dieses Krankheitsthema ist halt irgendwie so eine Sache. Und das ist auch sowas, was ich irgendwie so gar nicht verstehe. Weil es gibt so diese Art von Mensch, die dich für deine Fehler, also vermeintlichen Fehler, komplett in Grund und Boden diskutiert, ne? Also von wegen, ja, stell dich doch nicht so an, ist doch alles nicht so schlimm, ich habe das ja viel schlimmer als du. Als ich in deinem Alter war, habe ich ja schon, ne, war ich ja schon 5-mal verheiratet und hatte 25 Kinder. Und, ne, also es gibt halt so diese Fälle, wenn man halt, okay, du siehst ein bisschen anders aus. Es gibt halt so diese Leute, die halt, wie gesagt, dich für alles schlecht machen und jeden vermeintlichen Fehler, der vielleicht gar kein Fehler ist, dann komplett dich dafür verurteilen. Aber das sind die gleichen Leute, die dann ankommen. Oh, mir geht's ja so schlecht. Aua. Ich hab Grippe. Bist du sicher, dass es nicht nur eine Erkältung ist? Nein, ich hab Grippe. So, hä? Ich... ne? Ihr versteht, was ich meine. So als wenn man als Mensch nicht schon genug eigene Probleme hätte. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich euch jetzt fragen würde, ohne dass ihr das jetzt in den Chat schreiben müsst, einfach nur so für euch, ob ihr aktuell irgendwas habt, mit dem ihr unzufrieden seid, was euch unglücklich macht, was ihr gerne ändern möchtet oder so. Jedem von euch würde mit Sicherheit irgendwas einfallen. Safe. Das ist vollkommen normal. Manche Leute haben vielleicht etwas schwerwiegendere Dinge. Bei manchen sind es eher
verhältnismäßig Kleinigkeiten, aber selbst so kleinere Dinge. Also ich finde jetzt nicht, dass manche Probleme, ich sag mal, mehr wert sind als andere, weil es halt letztendlich darauf ankommt, wie man sich halt damit fühlt, sag ich mal. Und wenn du das Problem hast, dass, oder wenn du das Gefühl hast, dass es dich halt belastet, dann ist es auch ernstzunehmend. Punkt. Ne? Willst du kämpfen? Ja. Aber nee, es ist halt vollkommen normal, dass wir alle so unser Päckchen mit uns herumtragen müssen. Und dann verstehe ich nicht, warum manche Leute dann noch ungefragt ihre dummen Kommentare dazu abgeben müssen. Wo ich mir so denke, du hast doch mit Sicherheit auch eigene Probleme und ich habe eigene Probleme. Du kannst du deinen Senf bitte nicht dazugeben? Ich finde Menschen einfach schwierig. Ja, doch nicht ganz so viel Schaden. Das wird aber ein bisschen wehtun. Na, wobei, geht. Aber ich sehe gerade auch, vom Level her sind wir gerade so in Ordnung. Ja, du hattest, glaube ich, auch nur ein Pokémon. Jawohl. Jetzt bin ich schon wieder so unglaublich pseudophilosophisch geworden. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden soll. Ich habe das Gefühl... Achso, du willst gar nicht kämpfen. Dass ich das öfters mal in meinen Streams habe, dass ich so von jetzt auf gleich plötzlich mega tiefgründig werde und so pseudophilosophisch und mir dann hinterher so denke, war das jetzt? Also, ich bin mir manchmal nicht sicher, ob das nicht vielleicht eher ein bisschen nervig ist so auf Dauer oder ob das tatsächlich eventuell irgendwem mal hilft. Also, ob ich vielleicht irgendwie tatsächlich mal irgendwas Schlaues sage, wo sich jemand denkt so, yo, das ist eigentlich smart. Das kann ich verinnerlichen, da kann ich mitarbeiten. Keine Ahnung. Aber ich kann es auch nicht abstellen. Bei Jan werdet ihr wahrscheinlich eher nicht so den Deep Talk bekommen. Da bekommt ihr eher so Apotheken-Stories und Stuff. Dieses Ding ist übrigens extremst gefährlich. Es kann bitte ganz schnell wieder gehen. Und Matheunterricht, den werdet ihr mit Sicherheit hier nicht bekommen. Bei dir ging es heute auch um Apotheken. Das stimmt tatsächlich. Ich meine, ich habe natürlich manchmal auch Supermarktgeschichten oder so. Oder auch alles, was so ein bisschen in die künstlerische Richtung geht. Da rede ich ja auch manchmal drüber. Aber so manchmal ist es auch einfach eher ein bisschen tiefgründig. Wobei ich das auch einfach wichtig finde. Ich meine, es gibt ja auch auf YouTube, glaube ich, 1 Million Videos irgendwie für Glow-Ups und wie man sein Leben umstellen kann und irgendwelche gesunden Angewohnheiten und ne, all sowas. Gibt es ja auch mehr als genug Videos zu und dementsprechend vermutlich auch mehr als genug Leute, die das gerne gucken. Wobei ich das Gefühl habe, in diesen ganzen Videos, die dir quasi sagen, wie du dein Leben verbessern kannst, ist es grundsätzlich immer so, man soll früh aufstehen, man soll Sport machen und man soll viel trinken. Also ja, ist alles gut. Aber es ist halt auch einfach super individuell, ne?